Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch. Nein, ich bin nicht für euch in WoW unterwegs, sondern ich bin für euch in den YouTube-Kommentaren unterwegs. Und zwar will ich da auf was eingehen. Ich habe nämlich ein bisschen wieder die Kommentare durchgelesen und dementsprechend ein paar Sachen beantwortet. Halt nicht das, sondern das brauchen wir. Und da ist mir ein Kommentar aufgefallen, der mich so ein bisschen ratlos werden lassen hat und mich, ja, mir so ein bisschen, ja, wie sage ich das jetzt nett? Ich bin überlegen, den Glauben an die Menschheit verlieren lassen hat. Und zwar hat da jemand anscheinend mein Video gesehen zu dem blutroten Gezeitenhengst. Das ist ein Mount, da kann man so ein paar Murloc-Typen abklappern und braucht so einen komischen bentischen Umhang und dann kann man sich einen Gaul kaufen. Ist nicht viel Aufwand, ist nicht viel, aber dabei trotzdem ist mein Video 10 Minuten lang geworden, sogar ein bisschen über 10 Minuten. Und dementsprechend, ja, eigentlich fast ein bisschen zu lang, anscheinend nicht ausführlich genug für diese Person. Und zwar schimpft sich der Londi, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, tut mir leid an der Stelle. Kleine Anmerkung am Anfang, bitte schreibt er jetzt nicht irgendwas dem rein oder beleidigt den, das muss nicht sein. Ne? Das ist jetzt nicht meine Grundintention, sondern ich will mich einfach nur ein bisschen mit dem auseinandersetzen. Und ich denke mal, vielleicht ist es für den einen oder anderen ganz interessant, wenn ihr solche Art Videos öfter sehen wollt oder nicht mehr sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann kann man mal gucken, je nachdem, was sich ergibt, ob man sowas mal wieder machen kann. Also, um was handelt es sich jetzt hier? Der Dondi schreibt, jemand, der 24-7 spielt, dementsprechend equipped ist, es dann hier auch mit meint, immer erwähnen zu müssen, sorry, kommt mir nicht helfen, sondern posend vor. Okay, erstmal 24-7, es kommt fast hin, ich habe gerade Urlaub, ne? Bin ziemlich viel in WoW unterwegs, aber schlafen muss ich auch noch. Also 24-7 ist nicht ganz drin. Ich schlafe sogar relativ viel, 8 bis 12 Stunden teilweise. Brauche leider viel Schlaf, ist blöd. Aber sonst, ja, ich spiele relativ viel. Dementsprechend equipped ist, naja, mein, also in dem, wo ich das Video aufgenommen habe, war mein Char 418 equipped. Naja, ist jetzt nicht überkrass. Ich glaube, in der ganzen Zeit, seit 8.2 raus ist, habe ich 2 Ringe mehr gecraftet. Das war's. Sonst habe ich nur Achievements und Dings gemacht. Also dafür hätte ich nicht so viel spielen brauchen. Da hätte ich, glaube ich, 5, 6 Tage hintereinander Mechagon mal ein bisschen questen müssen. Und dann hätte sich das mit dem Gear gehabt. Aber sei es drum. Auch mein anderer Char, mit dem ich früher geradet habe, wisst ihr, der ist auch 4.18 equipped. Aber den habe ich schon mit 3 Monaten nichts mehr gemacht, ne? Und selbst der ist, wie gesagt, für 18. Also das ist nichts Tolles, um es jetzt mal so zu sagen. Und anscheinend habe ich es im Video erwähnt. Ich habe mir das Video jetzt 3, 4 Mal angeguckt, ob ich irgendwo mein Gear erwähnt habe oder irgendwo gepostet, weil ich konnte es mir nicht vorstellen, weil was, warum soll ich das in einem Mount Guide basteln? Also es, aber ne, ich habe es mir ein paar Mal angeguckt und dann habe ich gesehen, ich habe natürlich in dem Video mein Inventar oder mein, ja, quasi einmal das Interface aufgemacht, um diesen bentischen Umhang zu zeigen. Hier seht ihr das im Video. Da habe ich nur das quasi dieses Interface aufgemacht, den Umhang gezeigt, weil den brauchst du. Der ist unerlässlich, dass du das Mount kaufen kannst. Und anscheinend hat ihn das getriggert, dass er hier diese Zahl gesehen hat mit 418. Wahrscheinlich rennt er selbst mit 330 rum und es hat ihn so getriggert, dass er anscheinend davon ausgegangen ist, dass ich ständig erwähne, was ich für ein Gear habe. Ich weiß es nicht. Okay, so viel dazu. Also nein, ich habe es nicht erwähnt, ich habe bloß das gezeigt. Wenn ich jetzt mal als Gegenbeispiel sagen könnte, was Posen ist, am Anfang vom Video, wisst ihr ja, war ich auf einem Spektraltier gesessen. Das war komplett unerheblich fürs Video und sollte einfach nur als Beispiel herhalten, was Posen ist, was irrelevant fürs Video ist. Und das war eine Geschichte, die relevant fürs Video war, weil ohne den Umhang kannst du das Mount nicht kaufen. Also von dem her war es nicht nur Posen, sondern ich wollte den Leuten tatsächlich damit ein bisschen weiterhelfen. Versuch mal zu erklären, wo die Wege genau gehst. Hab ich eigentlich. Anscheinend für dich nicht gut genug. Okay, daran muss ich mich messen lassen, dass es anscheinend du nicht verstanden hast. Da kann ich dir nur King No empfehlen. Dieser Mitspieler erklärt immer, wie es Otto-Normalspieler, / Kiddies oder auch arbeitende Bevölkerung packen. Also mit geringem Gear. Okay, anscheinend mag der gut sein, den kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber warum guckst du dann bei ihm nicht so ein Video, wenn du es bei mir nicht verstehst? Und die andere Sache ist, ich habe an mich den Anspruch, dass es die meisten Leute verstehen können. Natürlich kann ich nicht immer auch für, ich sage jetzt mal böse, für den Dümmsten machen, das funktioniert nicht, weil ich muss auch gucken, dass das Video einigermaßen kompakt bleibt. Wenn ich jetzt wirklich erkläre, du musst den Umhang links klicken, dass du ihn anlegst, du musst zu dem Vendor gehen, links klicken, dann das Teil um. Wenn ich wirklich jeden Schritt erklären würde, dann wird das Video 20, 30 Minuten lang. Und dann habe ich 20 Leute hier, die mir wieder schreiben, du laberst zu viel, komm auf den Punkt und hin und her. Also du musst es in der Waage halten, du musst es halt für den großen mittleren Bereich machen. Also wirklich auf
auf jedes Ding, wovon ich ausgehen muss, dass Leute, die es auf 120 geschafft haben, und du kannst es halt nur mit 120 kaufen, dass die das mittlerweile wissen, wie das geht, dass sie den PC anmachen können vorher, davon muss ich einfach ausgehen, das tut mir leid. Und ich frage mich, was du mit dem Gear die ganze Zeit hast. Bei dem Mount musst du nur im Kreis laufen und Murloc-Typen ansprechen. Du kannst es auch nackig machen, solange du nur diesen Umhang anhast. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst nur diesen Umhang. Kein 418er Gear oder irgendwas Besseres. Das brauchst du nicht. Ich weiß nicht. Anscheinend hat er eine Affinität für Gear, das andere haben und er nicht und er irgendwie da einen Komplex hat. Ich verstehe es nicht. Aber okay, weiter im Text. Wenn du dich feiern lassen willst oder gar Bares hiermit verdienen willst, dann sprech doch diese an. Die 24-7 Spieler stehen am Flugpunkt und posen. Diese lesen dich hier weniger. Okay. Also eigentlich wollte ich, doch mit dem Mount wollte ich posen, dass ich es hab. Doch, definitiv, ja. Aber mit dem Gear eigentlich eher nicht. Und böse, böse, wer mit YouTube Geld verdienen will. Also solche Leute können auf einen Scheiterhaufen. Also mein primäres Ziel ist es hier nie mit YouTube Geld zu verdienen, aber es ist ein netter Nebeneffekt. Und ich finde es jetzt nicht anstößig, wenn man einen Content für Leute for free bietet und dann durch Werbeeinnahmen ein bisschen Geld verdient. Das ist bei mir jetzt nicht sonderlich viel, aber ja, ein bisschen nebenbei ist es schön und es tut ja eigentlich keinem weh von euch. Ihr könnt ja sogar einen Adblocker benutzen, dann kriege ich gar nichts davon. Also selbst gegen das habe ich nichts. Es ist zwar schade, aber okay. Und ach so, um das mit der arbeitenden Bevölkerung nochmal oben einzugehen. Ja, auch ich gehöre zur arbeitenden Bevölkerung. Ich habe Urlaub genommen, dass ich so viel spielen kann. Man muss sich halt entscheiden, ob es einem das wert ist. Mir ist es das wert, dafür Urlaub zu nehmen für so ein Patch. Anderen ist es das nicht wert, die fahren lieber weg. Da bin ich nicht so der Typ für. Aber ich finde, das kann jeder selber entscheiden. Und dass diese 24-7-Spieler immer am Flugpunkt stehen und posen. Also ich kann jetzt von mir sprechen, da ich meine Zeit effizient nutzen will und muss auch, dass ich gewisse Sachen erreiche, kann ich es mir nicht leisten. Ihr seht mich ja ab und an streamen, vielleicht der ein oder andere von euch, und ihr seht mich selber seltenst irgendwo nur rumstehen, sondern ich bin immer irgendwas am Machen, weil ich halt einfach Sachen erreichen will. Die Leute, die immer nur rumstehen, sind meistens solche wie er, die dann rumflennen, dass sie nichts haben, aber trotzdem ihre Zeit verplempern. Und das ist halt, ja, beißt sich dann halt so ein bisschen. Und was meinst du, die lesen dich hier weniger? Ja, wahrscheinlich lesen sie mich hier weniger, weil ich ein Video mache und keinen schriftlichen Text. Von dem her lesen sie mich meistens weniger, das ist richtig. Springst auf Reams, die leicht zu bespielen sind. Bespielen, schönes Wort. Auch das machen nicht jeder Spieler. Nicht dein Problem natürlich. Ja, da hast du recht, das ist nicht mein Problem. Du musst es nicht machen, das ist richtig. Du kannst natürlich bei diesem Murloc, wahrscheinlich spricht der jetzt für den Murloc in der Höhle, der dann später im Video noch erwähnt wird. Das musst du nicht machen, ist klar. Aber ich muss es so deutlich sagen, du bist dumm, wenn du es nicht machst. Und du brauchst mittlerweile auch kein Server-Hop-Addon mehr. Also Server-Hop-Addons gehen nicht mehr. Du gehst einfach in eine Questgruppe oder eine benutzerdefinierte Gruppe bei Nasjatar rein und springst rein. Also das sind Nasjatar eingeben, Gruppe anmelden. Das sind 2 Klicks, um einen Server zu switchen. Du kannst natürlich auf den Murloc-Händler 3 Stunden warten. Das kannst du machen, ja. Oder du hoppst halt ein bisschen rum und suchst ihn. Also, wie gesagt, du bist dumm, wenn du es nicht machst. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja? Man kann sich natürlich das Leben immer schwer machen und anderen die Vorwürfe machen, das ist richtig, aber das hilft dir selber nicht. Das ist das Problem in der Geschichte. Du musst Höhlenkoordinaten, bla bla bla, und du stehst in der Höhle im Video super. King No würde gezielt zeigen, wie Spieler den Eingang zum Eingang gelangen. Ja, aber ich habe das auch, glaube ich, im Video gezeigt, warte mal, wo die Höhle ist. Genau, hier seht ihr das. Da habe ich die Sachen gekauft. Machen wir den Sound aus. Und da müsste da gleich der Cut kommen. Das habe ich extra noch reingecuttet. Hier stehe ich vor der Höhle, zeigt, wo es ist, und sagt die Koordinaten und laufe in die Höhle rein. Also ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht anfangen, vom SW-Startgebiet bis nach Nasjatar zu laufen zur Höhle. Das macht, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das macht die Videos übelst lang und unnötig. Ich zeige es auf der Karte selbst. Man kann jetzt mir den Kritikpunkt geben, ich habe es ein bisschen kurz gezeigt, aber kundige YouTube Schauer wissen, dass man Videos auch anhalten kann, dass man zurückspulen kann. Also selbst wenn einem das zu schnell gegangen ist, man kein Chord-Addon hat. Wenn man das nicht hat, dann sieht man auf der Karte, wo die Höhle ist. Und ihr habt ja gesehen, die Höhle, die ist, wenn ich da reinlaufe, die Höhle, die ist 10 Meter tief. Das ist nicht ein verwinkelter Schiffsrumpf, 10 Meter oder Wasseroberfläche, sondern die ist, du läufst rein und du siehst das Ende. Also das ist nichts Komplexes. Soll ich einen Videoguide machen, wie ich die Höhle reinlaufe? Also ich muss davon ausgehen, dass die Leute ein gewisses
Grundverständnis, eine gewisse Grundintelligenz haben. Sonst muss ich die Videos alle eine halbe, dreiviertel Stunde lang machen. Und das will sich keiner angucken. Da hat dann jeder gleich keinen Bock mehr drauf. Also ich musste einigermaßen kurz halten. Davon muss ich ausgehen. Das tut mir leid. Dann bist du da einfach nicht kompetent genug, mit so einer Erklärung klarzukommen. So böse muss ich es dann leider sagen. Könnte noch stundenlang aufzählen, indem du lediglich post den hilfst. Helfen ist eher nebenbei, Geldzwinker, aber naja, man kann halt alles für blöd verkaufen. Puh, ja, schwierige Thematik. Ja, ich weiß nicht, wie ich der Person helfen kann. Also man könnte, also was man mir eher ankreiden könnte, dass ich nicht erklärt habe, wie das mit der Wiig auch funktioniert, ne? Aber auch das sehe ich, wenn ich jetzt das noch in das Video reingepackt habe, nochmal 5 bis 10 Minuten Wiig-Aura erklärt habe, das ist alles zu viel, was nicht in das Video reingehört. Das ist das Problem. Also ich muss leider ein bisschen Grundverständnis außenrum voraussetzen. Das ist die Sache. Und mit den Chords, ich weiß nicht, er tut so, ob Chords jetzt so das Elite-High-End-Ding sind. Die Koordinaten gibt es meines Wissens seit Classic in etwa, gibt es so Koordinaten, oder Burning Crusade später, nicht Classic, weiß ich jetzt nicht genau, aber Burning Crusade gibt es die Koordinaten. Und wenn du unter irgendeinen Post in WoW Head guckst, wo man irgendwas sucht, sind Chords normal Standard. Also das ist eine Geschichte, die in der Community breit benutzt wird. Und du fängst jetzt auch nicht an, jemanden, der in Hamburg ist, zu fragen, wo ein Blumenladen in Berlin ist, und sagst ihm aber Straßennamen, nee, will ich nicht, erklär mir das mal bitte von hier aus mit nur rechts, links, Straße hin und her. Dann bist du am Ende bei 120 mal abbiegen, bis du bei diesem Blumenladen in Berlin bist, und ja, anstatt könnte man einfach sagen, in der Luisenstraße 15 in Berlin, da müssen sie hin, fertig. Ja, also das ist einfach zu aufwendig, und dafür, wenn du das Chord-Ändern nicht hast, habe ich es dir extra auch nochmal ausführlich gezeigt gehabt im auf der Map, wo man sieht, und wie gesagt, wenn das zu schnell ist, kann man es immer noch anhalten. Also muss ich hier sagen, kann ich die Kritikpunkte zwar zum Teil verstehen, aber ja, bin ich ein bisschen ratlos, was ich an deiner, also was ich für solche Leute anders machen sollte. Ja, ohne Videos aufzublähen auf eine Größe, wo der normale Viewer sagt, für einen Mount, was man eigentlich in 5 Minuten erklären könnte, eine halbe Stunde Video, ist mir zu blöd, das tue ich mir nicht an. Und naja, gut, das soll es gewesen sein. Ich bin jetzt ein bisschen auf den Kommentar eingegangen. Wie gesagt, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt. Meint ihr, ich hätte es vielleicht anders machen sollen? Hat er zum Teil recht. Kann ja auch sein, dass ihr der Meinung seid. Und ja, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.